Eine schöne Spinne. Die gemeine Streckerspinne. Der Name ist Programm. Ja. Sie streckt sich wunderbar. Erstaunlich auch die Hinterbeine. Ja, ja, sie liegt immer ganz gestreckt. Und sie ist eigentlich eine Webspinne. Sie spinnt so kleine Radnetze. Und es gibt sie in verschiedenen Farben? Ja. Braun, grün? Ja, es ist unterschiedlich. Es gibt auch verschiedene Arten von ihr. Aber sie sind weit verbreitet. Also bis nach... Einfach fast überall, denke ich. Ja, ja, genau. Wir haben das nächste Sujet, den nächsten Schauspieler. Das war eben kurz nur. Ja, ja. Das ist eine... Gemeine Zierwanze. Und sie ist sehr gemein, weil sie frisst unseren Nektar, oder? Genau. Aber sie ist nicht wählerisch, sie lebt auf ganz vielen verschiedenen Pflanzen. Also Blumen. Blumen, ja. Ja, ja. Und sie ist ebenfalls sehr weit verbreitet. Und wir wissen auch nicht wo. Ja, doch, das habe ich notiert. Europa, Asien, sogar in Nordamerika. Na gut. Ich versuche das zu glauben. Aber sie ist gut ernährt, sie ist ziemlich dick. Ja, das spricht auch für die verschiedenen Blumen, die sie da besucht. He? Wahrscheinlich, ja. Und... ich muss zugeben, dass ich habe diesen Film etwas länger geschnitten, weil die Aufnahmen sind ganz einfach fantastisch. Das war noch mit unserer alten Kamera, der FZ200. 200, ja. 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 Und eine Makrolinse, die haargenau auf diesen Fotoapparat gepasst genau, hat. Genau, ja. Deshalb konnten wir so schöne Bilder machen. Und es war schön ruhig. Ja, ich hatte das auch stabilisiert. Also. Sicher? Ja. Sie demonstriert uns auch sehr schön ihren feinen Rüssel, wie sie ihn in den Schaft steckt. Man sieht auch sehr gut, wie das Ganze unter dem Kinn oder unter dem Kopf zusammengefaltet ist. Wer denn Kinn hat sie ja nicht? Sie hat ja keine Zähne, oder? Kaum, sie hat einen Rüssel. Aber stechen kann sie auch nicht, weil das ist ganz einfach zu schwach gebaut, das Ganze. Ja, ja. Also sie sucht sich da jeweils eine kleine Lücke, um ihren feinen Saugrüssel hineinzustecken. Und damit ist eigentlich auch belegt, sie kann nach unten sehen. Aber was wieder erstaunlich ist, das Schwarze im Auge, das schaut wieder uns an. Siehst du, jetzt ist es nach oben. Mhm. Und jetzt ist es auf der Seite. Ja. Und sie hat wirklich extrem lange Fühler. Ja. Die sie auch sehr gut reinigt. Ja. Ja, wir haben ja am Anfang im Prolog schon gesagt, dieser Film ist kein Actionfilm, es ist ein Film einfach zum Genießen. Unsere Folgen. Und zum Beobachten. Und zum Beobachten. Das hier, das sind größere Hunde. Nein, nein, schottische Hochlandrinder.
Man sieht sie nicht so viel bei uns bei in uns? Der Schweiz. Ja. Weil die wenigsten sprechen Deutsch, oder? Sie geben eben nicht so viel Milch, aber dafür gutes Fleisch. Und sie ist die älteste registrierte Viehrasse. In der Schweiz? Sie wurde in Schottland registriert, schon 1884. Sie sind friedfertig und genügsam. Sie sind auch winterfest. Und sie eignen sich eben gut als Landschaftspfleger, wie man hier sieht. Ja, sie nehmen ihre Aufgabe sehr genau. Aber zwischendurch baden sie auch gerne. Aber genau. Es war auch heiß an diesem Tag. Ja. Das war am Rande eines Naturschutzgebietes. Und man hat diese Rinder dazu genutzt, das Gebiet abzugrasen und zu pflegen. Genau, ja. Ja. Also eine ganz clevere Zusammenarbeit vom Landwirt und dem Naturschutzgebiet. Bei uns wirklich ein seltener Gast, der Eichelbohrer. Wir haben ihn nur einmal angetroffen. Ja. Und er hat auch nicht gebohrt? Nein, er war ganz ruhig. Einfach da gesessen. Wie ein Ritter sein Halsschild, eine Rüstung. Ein schönes Braun. Ja, er ist hübsch. Auch diese da war sehr hübsch. Ja, die goldglänzende Furchenbiene, die ist wirklich sehr, sehr schön. Aber auch selten gesehen von uns. Ja, man sieht sie nicht viel. Sie hat so ein metallischen ja. Oberkörper. Ja? Gelb, manchmal ist sie auch grün glänzend, je nach Lichteinfall. Ja, und hier sehen wir nichts. Also, das ist jeweils die Situation, wenn wir etwas suchen, oder? Ja, ziemlich weit weg. Ja. Und eine Weichwanze. Eine bunte. Eine verbreitete Buntwanze, habe ich gelesen. Aber verbreitet ist sie vielleicht schon, aber also nicht häufig. Nein, bei uns jedenfalls nicht. Aber der lateinische Name, den kann ich nicht aussprechen. Na, der ist auch nicht zum Aussprechen. Okay. Gemacht. So, das war's. Bis dann. Bis später.